Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Für Hansa-Spieler Lukas Scherf war es eine Rückkehr in die Heimat. Der Ex-Schweriner trat mit dem FC Hansa Rostock nun schon zum dritten Mal im Landespokal in Schwerin an. Diesmal nicht im Stadion am Lammrechtsgrund. Fehlendes Flutlicht machte dies unmöglich. Der Sportpark Lankow war mit 1.300 Besuchern bis auf den letzten Platz ausverkauft. Der Drittligist nahm dieses Pokal-Halbfinale durchaus ernst. Das war an der Aufstellung zu erkennen. Schwerin mit einem klaren Plan, der in der Anfangsviertelstunde komplett aufging. Die Folge? Keine Torchance für den FC Hansa Rostock. Ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Der Platz ist leider sehr holprig gewesen. Dann war es heute noch relativ warm. Das heißt, der Ball rollt nicht so wirklich schnell, aber nach ein paar Minuten, als wir die Bedingungen dann angenommen haben, haben wir es, glaube ich, mit dem ersten Tor dann, glaube ich, sehr souverän gemacht. Das erste Tor, tatsächlich auch der erste souverän vorgetragene Angriff der Rostocker. Pascal Breyer mit einem trockenen Schuss zur Führung. Im Gegenzug beinahe postwendender Ausgleich. Super Pass von Henschke auf Witkowski. Ein Rostocker Abwehrbein gerade noch dazwischen. Während die Partie für den Ex-Schweriner Lukas Scherf schnell vorbei war, möglicherweise eine Kreuzbandverletzung, nutzte Hansa kurioserweise die Unterzahl zu zwei schnellen Toren. Zuerst bekommt die Abwehr des FC Mecklenburg-Schwerin den Ball nicht konsequent aus dem Strafraum. Widerstand Pascal Breyer perfekt zum Einnicken bereit. Und auch beim 3:0 war der Hansa-Stürmer relativ allein unterwegs und hatte wenig Mühe einzuschieben. Die Luft war kurz raus aus der Partie. Doch unmittelbar vor der Pause machte Amaury Bischoff das Ganze wieder etwas spannend. Katastrophenpass auf Pepic, Tino Witkowski dazwischen und der FCM-Stürmer Torben Wohr reagierte handlungsschnell und verkürzte auf 3:1. War unnötig, aber ich glaube, das war auch dem Platz geschuldet und für die Schweriner vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, da noch was, da noch irgendwo an der Sensation zu schnuppern. Naja, in der Kabine war ganz klar die Ansprache von uns, dass wir jetzt in der zweiten Hälfte nochmal draufgehen wollen. Unsere Chance, die wir dann hatten, weil zwei Tore sind halt im Fußball nun mal nichts, gerade nicht im Pokal, nutzen wollen. Tatsächlich brauchte auch in der zweiten Hälfte der FC Hansa eine etwa viertelstündige Anlaufzeit. Schwerin machte es dem Drittligisten durch vielläuferischen Aufwand durchaus schwer. Nur einer war an diesem Tag nicht wirklich zu stoppen. Pascal Breyer mit seinem vierten Treffer nach einer Stunde Spielzeit. Marcel Hilsner, der Vorlagengeber. Viele Torchancen erarbeitete sich der Drittligist nicht. Aber wenn sie vor dem Kasten der Schweriner auftauchten, lag der Ball meistens im Netz. Das wohl schönste Tor des Tages, 10 Minuten vor Schluss durch Jonas Hildebrand. Hansa war brutal effektiv, haben die Tore, die sie, oder die Chancen, die sie hatten, dann in Tore umgemünzt. Und ja, zum Schluss tragen wir natürlich auch ein bisschen dazu bei. Es ist am Ende schade, aber nicht zu ändern. Den Schlusspunkt der Partie durfte dann nochmal der Mann des Tages setzen, Pascal Breyer mit dem 6:1 Endstand. Die Niederlage für Schwerin sicher etwas zu hoch. Trotzdem kann die junge Truppe sicher einiges aus dieser Partie mitnehmen. Ich glaube, wir haben trotzdem unseren Weg gesehen. Wir wollen Fußball spielen, wir wollen auch gegen Hansa Rostock Fußball spielen, unsere Mittel durchbringen. Das ist uns vielleicht auch ab und an mal gelungen. Und ich kann der Mannschaft nur höchsten Respekt zollen, dass sie einfach auch in der 90. Minute hier weiter versuchen anzulaufen, sich nicht hinten reinstellen, sondern ja, auch gegen Hansa Rostock versuchen, Fußball zu spielen. Wer weiß, so oft wie Schwerin zuletzt auf Hansa getroffen ist, vielleicht klappt es ja mit der Überraschung im kommenden Jahr, falls Hansa im Pokal wieder in der Landeshauptstadt gastieren sollte. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.